Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Fußball Manager 10. Ja, ich bin doch schon eher da, weil es mir doch wieder etwas besser geht und ja, es schön ist, wieder etwas gesund zu sein. Fangen wir wieder an. Ach so, ja, das Voting hat ja ganz klar Daniel Schwab gewonnen. Ja, der ist halt jünger. Mal sehen. Ach so. Na ja, gut. Na jedenfalls, ich halt behalten wir erstmal auf. Wie viel haben wir denn heute eigentlich? 14. November. Was ist denn eigentlich das letzte Spiel von 1-2? Gut. Ich werde mal nebenbei noch eine Wasserpfeife rauchen. So. So. Ach so, ja, das mit den mit meinem Spezial hier, Fußballmeister 10 Talente Spezial, das geht auch weiter. Mir hat auch schon jemand dazu geschrieben, Freddy Adu. Jo, ja, nicht schlecht. Aber ich kann euch ja dann mal mein BVB zeigen. Also mein Borussia Dortmund. Die sind mal richtig böse. Nee. Weil da ist zum Beispiel, ja, jetzt leider Nuri Sahin gegangen für 90 Millionen feste Ablöse. An den konnte ich halt nicht mehr halten. Wie sieht es denn eigentlich nur bei uns hier aus? Lukas Matthijssen, ey. Haben wir jetzt auch noch frei? Ah, ist zu eng. Gesäge Honda. Ich weiß nicht, den muss ich mir immer wieder mal angucken. Lern mal über Passspiel. Arda Turan, Elia, Tesche. Arda Turan. Na, geh. Mal wieder bei Piotr rechts spielen. So gut. Ach Mann, was mache ich nur mit denen? Easy. Ach so, vielleicht kennt ja jemand diesen Ola Toivonen. Der hat mit der U20 mit Schweden. War ja U20 in Schweden gewesen. Ist ja damit am meisten aufgefallen, genauso wie halt dem dänischen Namen Markus Berg. Wie viel Jahre haben wir gemacht? 23 ist er. 4 Jahre, 2 Millionen. Du musst auf jeden Fall einige Male spielen. Hey, du musst auf jeden Fall einige Male spielen. Millionen 2 Jahre mit drauf. So, Prämien tue ich ja eh nie so stark verändern. Zukunft des Spielers. Große Zukunft. Aha, probieren wir mal. Ah, schön, dass ihr Schwab genommen habt. Weil ich ja eh lieber deutsche Spieler habe, wie was ich. Ganz schlimm finde ich ja Argentinier. Obwohl ich die eigentlich sehr gut leiden kann, aber irgendwie
die bringen nicht so viel. Gut, in Lionel Messi bringt überall was, aber ach, in, weiß ich nicht, denn ist nicht so stark, finde ich. Ganz schlimm. Ganz schlimm, Innenverteidiger. Ich wüsste keinen ähnlich guten Innenverteidiger aus Argentinien. Guckt euch den Demichelis an jetzt bei der Bayern. Den hätte ich so lieber Demichelis verkauft und hätte mir. Ach, wie heißt er denn? Lucio behalten. Ich glaube, da springen sie jetzt ab. Ne, oder Teufel kommt? Ach so, ja. Nur mal so. 4 Millionen für einen Stürmer. Der 23 ist. Torrieche 79. Geil. Oh, Arda Turan ist zur Nationalspiel. Elia auch. Petritsch, McManamas. Ja, da könnte es sogar sein, wenn er spielt, dass er nochmal mit der Form hochkommt. 63. Oh, wer ruft mich denn jetzt an? Ach, geht weiter. Ja. Petritsch. Alif stelle ich natürlich auch noch Olic. Wäre auch nochmal schön interessant. Guisa, was ist denn der hier noch? Der hat auch schon für uns einen sehr, sehr großen Dienst erleistet. Geleistet. Erleistet. Und daher bin ich zwar noch ein bisschen enttäuscht, aber ich denke mal, der. Ja, ich vertraue ihm immer noch. Und wer würde den nicht gerne mit Kusshand nehmen? Gut, mit Kusshand habe ich ihn zwar nicht genommen, aber man könnte ja auch mal versuchen, Ruud van Nistelrooy zu verpflichten. Oh, ich habe Gänsehaut gekriegt. FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft Südafrika 2010. Asien, Japan, Iran, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, so. Neuseeland, Mexiko, Jamaika, Costa Rica, Südafrika, Ägypten, Nigeria, Tunesien, Mali, Sambia. Warte. Spanien, Italien, England, Deutschland, Russland, Frankreich. Achso, stimmt ja. Niederlande, Portugal, Ukraine, Belgien, Dänemark, Tschechische Republik, Tschechien, Ungarn, Finnland, Brasilien, Argentinien, Uruguay, Kolumbien. Schweden ist nicht mit dabei. Wollen wir die Auslösung angucken? Ach, glaube. Achso, ich habe mir gestern das tolle Spiel Deutschland gegen Argentinien angeguckt. Das war ja herzzerreißend gewesen, das Spiel. Aber die anderen Spiele waren auch nicht alle gerade sehr gut. Gut, Spanien gegen Frankreich hat man natürlich die schöne spanische Obermacht gesehen. Ich sag mal so, die werden auch nochmal, werden auch sehr weit kommen in der Weltmeisterschaft. Wenn ich mir hier so die Gruppen angucke.